So, meine lieben Zuhörer, jetzt kommen wir zum Teil 3, zum AfD-Parteiprogramm und lese dann was vor. Jetzt hier Punkt 4, Außen- und Sicherheitspolitik. Die ersten drei Punkte habe ich jetzt im Teil 1 und Teil 2 bearbeitet, auch dokumentiert. Und wie gesagt, ihr könnt hier auf der Seite auch dieses ganze Parteiprogramm runterladen auf 83 Seiten. Und dann nochmal in die einzelnen Themen werden da richtig vertieft. Und das kann ich jetzt nicht vortragen, weil das ist erstmal A zu klein geschrieben und das wird dann hier ein Hundertteiler werden, weil da, die gehen schon sehr in die Tiefe nachher. Aber man sollte so schon mal, wenn man hier so Fragen sind, da auch mal argumentieren, dass AfD doch schon sehr gute Ansichten hat und nicht alles hier rechtsextrem ist, kann ich hier überhaupt nicht erkennen. Und das muss man sich, da muss sich ganz klar die AfD gegen wehren. Und die Medien oder Parteien, die das hier so äußern, sofort Ruf macht, irgendwie Anzeigen beim Bundesverfassungsgericht. Gehen wir rein, Außen- und Sicherheitspolitik. Wir treten dafür ein, sich in innere Angelegenheiten anderer Staaten nicht einzumischen. Die AfD vertritt eine Außenpolitik, die darauf verpflichtet ist, die Interessen Deutschlands zu wahren. Als eine weltweit anerkannte Nation und als drittgrößter Beitragszahler der Vereinten Nationen und EU und wo noch immer, keine Ahnung, ob man auch hier bei der WHO auch noch was einzahlen, keine Ahnung. Aber da haben wir nichts von, müssen überall halt unsere Gelder beigeben. Auf jeden Fall sind wir der größte Einzahler in der Europäischen Union. Ne? Und bei uns geht alles hier, Internet läuft nicht, Straßen sind kaputt, Schulen sind kaputt, keine Lehrer, keine Beamten, keine Polizei, keine Ausrüstung, nichts ist da, aber wir schleudern, wir geben das Geld in allen Richtungen aus. Und ja, und Bundeswehr ist nicht mehr verteidigungsfähig. Das ist die 100 Milliarden sind bei der deutschen Bundeswehr noch gar nicht angekommen, ne? Weil ja alles in die Ukraine fließt. So. Ja. Fordern wir für Deutschland einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Ja, das kann man ja auch mal fordern. Ne? NATO nur als Verteidigungsbündnis. Also nicht, wie der Söder sagt, dass die AfD aus der NATO austreten möchte, wie das ja damals mal die Grünen gesagt haben, oder die Linken auch, das Ganze sagen wird immer noch. Keine Ahnung, weiß ich nicht, müssen wir mal bei denen im Parteiprogramm schauen. Aber hier sagen die ja ganz klar, als Verteidigungsbündnis, die Mitgliedschaft in der NATO entspricht der außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, soweit sich die NATO auf ihre Aufgaben als Verteidigungsbündnis beschränkt und nicht als Angriffsbündnis. Und hier NATO-Osterweiterung, das geht in eine ganz andere Richtung und deswegen haben wir auch den Stress mit Russland. NATO-Einsätze außerhalb des Bündnisbereiches, an der sich deutsche Streitkräfte beteiligen, sollten grundsätzlich unter einem UN-Mandat stattfinden und nur, wenn deutsche Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Die AfD setzt sich für den Abzug aller noch auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere deren Atomwaffen ein. Ja, das ist natürlich ein Thema, da gehen die Amerikaner nicht mit. Ja. Das ist, glaube ich, undenkbar, weiß ich aber nicht, weil da werden viele sagen, ja, wie, dann ist ja Deutschland gar nicht mehr geschützt, weil wir sind ja unter dem Schutzschirm der Amerikaner, weil Amerikaner stellen den größten Anteil der NATO und die sind ja hier in Ramstein, in der Eifel, haben die natürlich diese ganzen Atomwaffen, Raketen stationiert und von da aus wird das ja alles auch, starten ja die ganzen Operationen. Ja, das ist natürlich ein Thema, da gehen die meisten Deutschen vielleicht nicht mit. Ich weiß es nicht, kommt drauf an, wie man das hier, wie das Amerika sieht. Ne? Da gibt es dann wieder riesen Diskussionen dazu. Ne? Ja, das sowieso hier, ne? Das nächste Thema. Besseres Verhältnis zu Russland. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die USA bleiben unser Partner. Russland soll es werden. Die AfD setzt sich deshalb für ein Ende der Sanktionen und eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland ein. Kann ich nur bestimmen, man muss ja mit Amerika jetzt nicht hier verteufeln, ne? Amerikaner brauchen wir, müssen wir auch Geschäfte mitmachen. Wir bekommen ja jetzt dieses LNG-Gas. Aber wie ich auch schon mal in verschiedenen Videos gesagt habe, wie damals die Wiedervereinigung war, sind ja die ganzen sowjetischen Armeen
Truppen friedlich aus der DDR abgezogen. Das Gleiche hätte man ja auch von den Amerikanern und Franzosen, Engländern, soweit noch hier stationiert sind, auch verlangen können. Und das Beste wäre gewesen, wenn dann Deutschland neutral geworden wäre. Ist es aber nicht, weil es die Amerikaner nicht wollten. Klar, die geben ja kein Land freiwillig ab. Aber Russland soll das machen und hat es gemacht, oder Sowjetunion unter Jelzin, ist es wieder ein Video wert, wie sich danach, nach der Wiedervereinigung, die NATO Richtung Osten erweitert hat, unter einem schwachen Präsidenten Jelzin. Und ja, ne, da hat Vater Bush und Carter da alles für getan, dass bis jetzt zur Ukraine, bis irgendwann der rote Faden erreicht ist, die roten Grenzen. Und deswegen haben wir ja auch die ganzen Probleme in der Ukraine, weil sich die NATO viel zu weit ausgeweitet hat und bis fast an die Grenzen von Russland. Und dann ist natürlich ein klar, was nicht geht. Und nochmal, wenn Deutschland ein schlechtes Verhältnis hat zu Russland, dann geht es Deutschland schlecht. Haben wir ein gutes Verhältnis zu Russland, dann geht es Deutschland gut. Es hat keiner gemeckert, wie damals Gabriel oder hier BASF und Bayernwerke, die alle billiges Erdgas aus Russland bekamen. Die Leitungen wurden gelegt. Da hat keiner gemeckert, weil wir hier in unserer Wirtschaft, unseren Wohlstand hier aufbauen konnten mit billigem Erdgas. Alle haben auf Erdgas gesetzt und jetzt plötzlich, weil jetzt Krieg ist, weil Nord Stream 2 nicht gewünscht ist von den Amerikanern. Auch Trump war dagegen, Biden und Obama, alle waren gegen die Nord Stream 2. Zu große Abhängigkeit von Russland wurde da demonstriert, weil das ja an Polen und Ukraine vorbeiging. Weil die verdienen ja auch damit. Es geht ja eine andere Gasleitung durch die Ukraine durch. Ja. Ja, weil Ukraine bezieht ja auch Gas aus Russland. Oder hat bezogen wird jetzt momentan, ist keine Ahnung. Aber wie gesagt, Ukraine muss neutral und dann mit beiden Seiten Geschäfte machen und auf jeden Fall nicht souverän kann sie bleiben. Und da muss dann halt dieser OSZE oder halt dieser Sicherheitsrat oder UN dafür sorgen, dass da keine Kriege ausbrechen. Ne? Aber Verträge sind geduldig und wie oft haben Amerikaner schon die Verträge gebrochen. Da braucht man jetzt hier nicht noch ein neues Fass hier aufzumachen. Da wird das Video hier viel zu lang werden. Ne? Gut, keine europäische Armee. Ja, das widerspricht sich ja. Wenn die Amerikaner rausgehen, müssen wir uns ja irgendwie verteidigen. Da sehe ich ein bisschen anders. Vielleicht bräuchte die Europa vielleicht wirklich eine eigene Armee zur Verteidigung. Da gehe ich dann vielleicht. Da bin ich nicht, stimme ich nicht überein. Also wenn wir rausgehen aus der NATO, wenn die Amerikaner weggehen, braucht Europa eine eigene Armee. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare rein, weil ja, ne? Braucht Europa eine eigene Armee, anstatt in der NATO anzugehören. Ne? Ja, weil Frankreich ist ja eine Atommacht. Das ist ja auch so, ne? Die sind zwar in der NATO, sind aber auch irgendwie eigenständig und die haben Atomwaffen. Deutschland hat ja auch überhaupt keine eigenen Atomwaffen, weil die Amerikaner das verboten haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Gemeinsame europäische Streitkräfte lehnt die AfD ab und hält an einer umfassenden, befähigten Bundeswehr als Eckpfeiler deutscher Souveränität fest. Wehrpflicht wieder einsetzen. Die AfD tritt dafür ein, für alle männlichen deutschen Staatsbürger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren den Grundwehrdienst wieder einzusetzen. Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe sollte stets Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die Auswanderung von Menschen in wirtschaftlicher Not nach Deutschland löst die Probleme vor Ort nicht. Absolut. Man muss den Leuten vor Ort helfen, ne? Und diese Almosen, die bekommen, hilft bei weitem nicht, ne? Fluchtursachen in den Herkunftsländern müssen bekämpft werden und beseitigt werden. Ne? Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Die Bundesagentur für Arbeit auflösen und kommunale Jobcenter aufwerten. Die AfD will die Bundesagentur für Arbeit auflösen und ihre Aufgaben vor allem auf kommunale Jobcenter übertragen. Danach gibt es nur noch einen öffentlichen Dienstleister am Arbeitsmarkt, das kommunale Jobcenter. Mindestlohn beibehalten. Der Mindestlohn erlaubt eine Existenz jenseits der Armutsgrenze und die Finanzierung einer, wenn aus bescheidenen Altersversorgung, die ansonsten im Wege staatlicher Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre.
Die Alternative für Deutschland befürwortet da die Beibehaltung des gesetzlichen Mindestlohnes. Ja, in welcher Höhe? Da wäre ja noch schön, wenn er in Betracht stehen würde, weil die 12,41 € ist ein Hohn. Das muss locker 15 € werden, damit man von diesem Lohn auch leben kann. Und man muss auch genug in die Rente einzahlen. Aber kommen wir mal hier weiter, ein bisschen dünn, ne, der Punkt. Ich weiß nicht, ob das in der langen Version, sage ich mal, auf den 83 Seiten, ob das da weiter aufgefächert wird. Weil das darf ja auch nicht zu lang werden, sonst steigen die Leute beim Lesen aus. Ne? Kinder- und Erziehungsleistung bei sozialer Sicherung sowie Rente berücksichtigen. Ja, sehe ich auch so. Ist, glaube ich, doch heute auch. Oder, ja, oder vielleicht noch erhöhen. Ne? Es müssen auch alle in die Rentenkasse einzahlen. Also ganzen Politiker, Anwälte, Apotheker, Ärzte, Ingenieure, Selbstständige, alle müssen in eine Rentenkasse einzahlen. Dann kann man locker 1.500 € als Mindestrente zahlen. Und auch die Mieteinnahmen, Gewinneinnahmen, Dividendeneinnahmen sollten auch einen kleinen Beitrag zur Rente mit einzahlen. Ne? So, die AfD will die beispiellose Leistung von Eltern, die sich durch Geburt, Versorgung und Erziehung von Kindern erbringen, nicht nur ideell, sondern auch materiell anerkennen. Wir wollen daher die derzeitigen finanziellen Nachteile, die Familien mit Kindern gegenüber Kinderlosen haben, korrigieren. Ja, das muss auf jeden Fall korrigiert werden, weil die Kinder zahlen ja nachher auch die Renten für die anderen. Aber da sagen die Kinderlosen, ja, wir zahlen ja schon genug, wir werden ja schon bestraft, aber die können mit zweimal arbeiten, haben meistens Haus und Hund und drei Autos, aber keine Kinder. Und die, die Kinder haben, ist ein Haus weg, fällt ja nachher ein Gehalt weg und das ist schon ein finanzieller Nachteil. Und die Frau meistens kommt ja nachher nur noch in Teilzeit rein. Wenn sie zwei Kinder hat, kommst du nirgendwo mehr rein. Ne? Vielleicht nach 18 Jahren nochmal einen kleinen Minijob. Das muss auf jeden Fall anerkannt werden. Wer durch die Erziehung von Kindern im Beruf zurückstecken musste, ist im Alter bei der Rente benachteiligt. Absolut. Wir wollen daher die Kinderzahl und die Erziehungsleistung stärker als bisher bei der Rente berücksichtigen. Weil ja Deutschland eigentlich kinderfeindlich ist. Jede Frau hat statistikmäßig, habe ich jetzt gehört, 1,46 Kinder. Und das reicht bei weitem nicht. Ne? Aktive Grundsicherung führt zur Arbeit, die sich lohnt. Die AfD will eine aktivierende Grundsicherung, okay, eben Gebärbockt, aktivierende Grundsicherung als Alternative zum Arbeitslosengeld II, sogenanntes Hartz IV, einführen. Dabei soll der staatliche Unterstützungsbeitrag erst ab einer bestimmten Einkommenshöhe in voller Höhe abgezogen werden, sodass derjenige, der arbeitet, auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung hat als derjenige, der nicht arbeitet. Ja, genau das ist auch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das am Schirm habt. Viele, die jetzt Bürgergeld bekommen oder Hartz IV damals, sollten die einen 450-Euro-Job annehmen, müssen die davon 300 € abgeben und können dann 150 € behalten. Und wer geht dann für 150 € 17 Stunden die Woche mehr arbeiten? Das lohnt sich, so geht die Rechnung auf. Da muss man ansetzen, wenn man die Leute wieder in Arbeit reinbringt, entweder werden die gut vermittelt und die ganzen Zeitarbeitsfirmen oder Personalvermittler geben die Arbeit wieder zurück an diese Jobcenter. Und diese Jobcenter vermitteln dann gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen, wovon auch jeder leben kann. Und das muss genau kontrolliert werden, ne, dass diese Vermittlung wieder eintritt. Das ist ja mal da gewesen. Das hat man ja alles kaputt gespart, abgeschafft. Unter Schröder, unter Agenda 2010 ist das völlig abgeschafft worden. Und da muss wieder was passieren. Da muss die AfD ganz klar sich positionieren. Und genau so läuft das auch, dass man hier die Leute mit Fortbildungskursen, mit Bewerbungstraining und Vermittlung von mir aus über Zeitarbeit, aber denn nur unter Kontrolle des Jobcenters, die Zeitarbeitsfirmen, dass die unter dem Schirm des Jobcenters arbeiten und nicht dem Jobcenter die Arbeit abnehmen. Und die Jobcenter haben keine guten Stellen mehr. Versteht ihr, wie ich das meine? Ne, dass da sehr gute Arbeitsstellen, wo die Fachkräfte gebraucht werden, dass sich dann die Arbeitgeber
dann am Jobcenter wenden muss. Hier wird nur vermittelt, dass die Vermittlung nur das Jobcenter machen darf und nicht hier so freie private Vermittler mit Vermittlungsschein und was hast du nicht gesehen. Das geht alles in die Hose und da verdienen ja auch die Zeitarbeitsfirmen und die Personalvermittler verdienen ja da mit dran. Und dann nach einem halben Jahr sitzt derjenige wieder beim Jobcenter. Das ist völlig in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Da tut sich dann auch nichts, weil da muss denn schon wirklich fördern und fordern und da auch die Leute wirklich betreuen, auch ne, vielleicht mitgehen oder hier mit dem Arbeitgeber reden. Hier kommt jetzt jemand, bitte ne, so und so, so und so. Und dann vielleicht kann man den Arbeitgeber noch ein bisschen was dabei tun, damit er den anstellt, damit die Leute wieder in Arbeit kommen. Das ist wesentlich wichtiger und sozialversicherungspflichtig. Nicht in so einem Billiglohnjob, 450, 520 oder ne, das ist alles Käse. Eins wäre es halbtags, wenn die Leute das wollen, Mütter oder ne, wollen halbtags arbeiten, frei, dann muss man mit dem Jobcenter reden, dann gibt es aber auch weniger Geld, wenn der anstatt eine vollversicherungspflichtige Stelle annehmen kann. Das muss man dann im Einzelfall dann prüfen. Ne? Ja, das ist auch ein Thema hier, Pflege durch Angehörige aufwerten. Die Pflege älterer Menschen durch einen Dienst oder durch ein Heim wird höher vergütet als die Pflege durch einen Angehörigen. Ja, das geht natürlich auch nicht, genau das ist der Punkt, weil wer Ältere pflegt, der macht dann nebenbei keinen Job mehr. Der muss ja mindestens, ja, was weiß ich, damit derjenige leben kann, das ist ja ein Vollzeit-Vollzeit-Vollzeitjob. 24 Stunden, auch am Wochenende, das kann man ja schon bald gar nicht bezahlen. Und wenn man sieht, wie teuer ein Pflegeplatz ist, 2.400 Euro habe ich jetzt gehört, da muss man mindestens, wenn ein Angehöriger oder Partner seinen Partner pflegt oder Kinder pflegen ihre Eltern, muss mindestens auch 2.400 Euro für diesen Angehörigen, mindestens, wenn es ja mehr kommen. Ja, aber und die Heime sind ja auch alle privatisiert, die müssen eigentlich auch unter staatliche Obhut wieder, wie so manche andere auch, genau wie Wasser, Strom und Gas und Telekom und die grundlegenden Dinge müssen eigentlich verstaatlicht sein. Meine Meinung, weil alles, was privat ist, wird dann erstmal richtig teuer und wer das nicht bezahlen kann, kippt hinten rüber als Kunde. Der kippt hinten weg, weil er keine Sicherung mehr gibt und da gleich auch mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes, da mal verschiedene Bereiche, wo das alles privatisiert wurde, seitdem ein Durcheinander. Also meine Meinung. Ja. Wir glauben, dass die Pflege durch Familienangehörige mindestens genauso gut und wertvoll ist, wenn es ja höher, wie durch einen externen Dienstleister. Deshalb sind die häuslichen Pflegesätze an die Leistung für Pflegedienstleister anzugleichen. Das ist ein Punkt, da gehe ich absolut 100% mit. Oh, jetzt habe ich schon wieder 17 Minuten. Ich mache noch. Ja, den Punkt mache ich noch. Sonst wird das Video zu lang. Also Familie und Kinder. Ihr seht schon. Das ist erklärungsbedürftig. Ja? Aber die sprechen wirklich alle Themen an. Und da muss ich denn dabei zu sagen, meine Meinung, ihr könnt ja meine Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht, aber manche Sachen sehe ich kritisch, manche Sachen sind gut. Ne? Das mit der NATO, das müssen wir nochmal klären, wie die hat genau meine eigene Armee. Ja, aber gehen wir jetzt mal hier in den nächsten Punkt. Sechster, Familie und Kinder. Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild. Die AfD bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Ehe und Familie stehen nach dem Grundgesetz zu Recht unter dem besonderen Schutz des Staates. Absolut, sehe ich auch so. Ne? Mehr Kinder statt Masseneinwanderung. Auch ein Thema, weil wir sind ein kinderfeindliches Land. Das muss man ganz klar so sehen. Unsere jungen Frauen machen lieber Karriere und sagen, nee, lieber kein Kind. Gründe gibt es Tausende. Das ist ja gar nicht mehr gewollt, weil man lieber ein Haus bauen und dann lieber später ein Kind bekommen, so mit 35, 40, erstmal Karriere machen und dann Kinder, weil Kinder sind teuer und da ist ein Haus schnell weg. Und das wird jetzt hier bestimmt auch hier angesprochen, aber gehen wir mal rein. Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden. Die volkswirtschaftliche, nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer
aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung erreicht werden. Eltern sollen zum Erwerb von Wohneigentum zinslose Darlehen erhalten, deren Schuldsumme sich mit jedem neugeborenen Kind vermindert. Ein sehr guter Punkt. Hier bin ich auch vor, dass dieses Darlehen die Gemeinden ausgeben. Man muss aus diesem ganzen Kreditsystem die Banken rausnehmen. Meine Meinung. Dass man sagt hier, dass Familien oder hier Bürger in einem Dorf, in einer Stadt zum Einwohnermeldeamt geht oder hier zum Katasteramt und sagt hier, entweder macht man das auf Rentenbasis, also 99 Jahre auf Pacht, das Haus und diese Wohnung, dass man die Leute nicht mehr rausschmeißen kann, sind aber dafür verantwortlich hier für alle anderen Reparaturen, oder man macht hier zinslose Darlehen von Gemeinden. Das meine ich, weil keine Bank gibt ein zinsloses Darlehen. Das muss dann von der Gemeinde und das muss dann irgendwie anders finanziert werden, weil die Gemeinde bleibt dann Eigentümer und die Leute sind dann hier nicht von der Bank abhängig, wenn da Zinsen steigen. Und dieses ganze Zinseszinssystem ist eigentlich auch richtig schlecht für die Wirtschaft, weil ich habe noch nie 100 Euro arbeiten sehen für 100 Euro und für die Zinsen müssen andere für arbeiten. Ne, legt man 100-Euro-Schein im Schrank und guckt nach 3 Wochen, ob da mehr draus geworden ist. Geld für sich arbeiten lassen. Wenn ich sowas schon höre, dann wird mir, das müsst ihr verstehen, ne, da müssen andere für arbeiten. Da wird, woanders wird dann Geld abgezockt. Das Geld ist ja nicht weg. Ne, diese 110, also diese 10 Euro Zinsen, die fehlen jemand anderem. Ne, dann ist dieses Raubkapitalismus, was Volker Pispert da ganz klasse erklärt und genauso ist es auf den Punkt gebracht. Dieses Zinseszinssystem bei den Banken und Versicherungen muss Einhalt gewähren und da gehe ich vollkommen mit, dass hier die Darlehen von den Gemeinden und Städten ausgezahlt und kontrolliert und überwacht werden muss. Dann haben wir auch direkt wieder neue Arbeitsplätze und dann läuft das auch hier. Ne? Ja, Studenten, die während oder kurz nach Abschluss des Studiums Eltern werden, sollen die Rückzahlung von BAföG-Darlehen erlassen werden. Auch gut. Wer ein oder mehrere Kinder großgezogen hat, der muss aber dann in Deutschland bleiben, der Student. Nicht das, weil viele studieren ja hier kostenlos und ziehen dann wieder weg nach Indien, China, Amerika, gehen alle wieder weg, haben denn hier unsere Plätze besetzt und gehen dann weg. Das ist auch ein Unding. Oder man muss dann Studiengebühren für diese Studenten dann einführen. Hohe, wie dann Amerika, Frankreich und England auch ist. Und dann keine Semester machen, sondern dann vielleicht auch Trimester, dass die Studierenden viel schneller fertig werden. Da, ne, wenn ich Ricarda Lang sehe, 16 Jahre studiert und keinen Abschluss, das ist ja nicht der Einzelfall, das ist ja schon die Normalität. Ja, und die Guten, die schnell fertig werden, die gehen dann ins Ausland, die kann man dann nicht halten. Da muss man vielleicht so eine Bindung einbauen, wenn ihr hier studiert auf Kosten des Staates, müsst ihr auch 5 oder 10 Jahre in Deutschland bleiben und dieses auch erwirtschaften. Ne? So, meine Meinung. Wer ein oder mehrere Kinder großgezogen hat, soll entsprechend früher in Rente gehen dürfen als Erwerbstätige, die sich dieser gesellschaftlichen Aufgabe nicht stellen konnten oder wollten. Auch ein guter Aspekt. Ne? Diskriminierung der Vollzeitmütter stoppen. Den Bedürfnissen unserer Kinder nach individueller Betreuung muss wieder Rechnung getragen werden. Die AfD fordert, dass bei der unter Dreijährigen eine Betreuung, die Bindung ermöglicht, im Vordergrund steht. Ja, viele geben ja ihre Eingeborenen in solche Kinderkrippen ab. Das ist für mich auch ein absolutes Unding, weil dann die Karrierefrauen dann weiter Geld verdienen müssen. Also da ist dein Beruf und Karriere steht vor dem Kindeswohl oder vor Kinder. Da brauchen sie auch keine Kinder in der Welt zu setzen. Also ist meine Meinung. Ne? Also das müsste wirklich hier ganz anders wieder honoriert, bezahlt und gefördert werden. Ne? Wir wollen eine echte Wahlfreiheit zwischen Fremdbetreuung in Krippen oder familiennaher Betreuung durch Eltern, Großeltern, Kinderfrauen oder Tagesmütter. Kinder brauchen beide Eltern. Nach einer Trennung soll es für beide Elternteile im Sinne des Kindeswohles gewährleistet sein, weiterhin an elterliche Sorge und dem Umgang gleichberechtigt teilzuhaben. Ja, da kann ich selber ein Lied von singen, weil das Aufenthaltsbestimmungsrecht
bekommt meistens die Kindesmutter. Und das muss eigentlich Vater und Mutter zu 50% aufgeteilt werden. Da gibt es bestimmt viele Lösungen. Nicht, dass sie die Mutter bestimmen kann, wann das Kind zum Vater kann. Der Vater kann einen Unterhalt bezahlen, sieht aber dafür seine Kinder nur zweimal in der Woche oder nur stundenweise. Da, sehr guter Ansatz, gehe ich vollkommen mit. Würde ich auch hier so ein Programmprojekt aufbauen wollen. Sehr interessant, dieses Thema, weil ich bin selber betroffen und weiß da einige Lieder zu singen, welche harten Bände das so läuft, wie da manche Mütter die Kinder vor dem Vater wegnehmen oder überhaupt keinen Kontakt mehr da lassen. Das ist irgendwie nicht zu, das muss irgendwie anders gehandhabt werden. Da ist Vater und Mutter, muss da zu 50% gleichgestellt werden. So, Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene. In Deutschland kommen auf rund 700.000 Lebensgeburten pro Jahr ca. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Werdende Eltern und alleinstehende Frauen in Not müssen finanzielle und andere Hilfen vor und nach der Entbindung angeboten werden, damit sie sich für ihr Kind entscheiden können. Alternative für Deutschland wendet sich gegen alle Versuche, Abtreibung zu bagatellisieren, staatlicherseits zu fördern oder zu einem Menschenrecht zu erklären. Ja, okay, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann kommt Teil 4, mal gucken, wie ich das jetzt schaffe, ab Punkt 7, und zwar Kultursprache und Identität. Dann ja, teilt das Video und ich hoffe, es war informativ. Und bis zum nächsten Video.